Am Karfreitag tun wir die ganze Familie und die Kollegenfamilie kommt noch, zusammen Eier färben. Das ist eine Tradition und ein Ritual. Und dann tun wir ziemlich viel Eier färben, weil am Ostermontag kommen alle guten Göttis von unseren Kindern auf Besuch und dann machen wir einen Eiertisch. Die eigenen Eier tun wir färben. Und zwar am liebsten haben wir die mit Zwiebelnhülsen. Das gibt mir jetzt die allerschönsten. Aber dann ist es auch schön, wenn man einen Haufen Eier hat, wenn man noch ein bisschen Farbe hat. Und so tun wir auch noch Hölzer, verschiedene Farben Hölzer, tun wir auch färben. Die Eier mit denen. Die ganze Familie macht das sehr gerne. Sie planen immer wieder aufs Eierfärben. Ganz früher haben wir mit Murgrosi noch ein Eierfärben. Das war auch ganz schön, haben wir das gemacht. An der Ostern haben wir noch traditionelle Gebäck. Das ist das Osterflädli, das ich nicht mit Reis mache, sondern mit Reisschleim. Und auch speziell ist die Spitzbuben in Eiform. Das haben wir auch immer gerne. Was ich immer gut ist, man macht immer so Zopfhäsli. Und die gibt es auch wieder so zu den Eiern. Ja, gerne. Und zuerst gehen Nächte suchen. Ich gehe immer noch so aus der Häschen. Wenn es Schnee hat, hat es manchmal noch Spuren.